Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es um eine kleine Aufmerksamkeitsübung für Hunde. Und dafür müssen Sie ruhig und konzentriert sitzen bleiben. Bei der Übung jetzt geht es nicht darum, dass der Hund artig Sitz machen soll. Also wir sagen nicht Sitz und dann kriegt er Lob fürs Sitz, sondern wir formen ihn mit der Hand ins Sitz und sind super, super pingelig. Also es ist eher ein, wir bringen den Hund dazu, etwas verbindlich machen zu müssen und gehen ihn damit auch ein bisschen auf die Nerven, damit er vielleicht sich dagegen auflehnen kann und wir zeigen können, wenn wir im Konflikt sind, bleiben wir ruhig, wir bleiben locker, wir sind verbindlich, wir bleiben aber auch konsequent. Am Ende sitzt du so, wie du sitzen solltest, und zwar Zentimeter genau. Und der Hund kann dadurch einmal mitkriegen, durch so eine ganz langsame und ruhige Übung. So ist es, wenn sich jemand durchsetzt, es ist fair, es ist langsam, es ist ruhig. Es gibt die Zeit, um sich dagegen zu wehren, vielleicht sogar mal auszurasten oder was auszuprobieren. Und am Ende ist es aber trotzdem so, dass man so sitzt, wie der Mensch es gesagt hat, und dass man auch mal damit klarkommt, dass es vielleicht langweilig wird oder nicht unbedingt das ist, was man jetzt als Hund am liebsten machen würde. Und dann kann man nett und freundlich wieder aus dieser Ruhe zusammen aus der Übung rausgehen und hat ein schönes gemeinsames Erlebnis geschaffen. Das Ziel der Übung ist, dass der Hund lernt, sich zu fokussieren, zu konzentrieren, auch seinen Körper dabei unter Kontrolle zu halten, dass er bei etwas bleibt, was er selber nicht gewählt hat und was für ihn vielleicht auch gar nicht so das größte Interesse beinhaltet. Und dass der Mensch die Möglichkeit hat, mal in einen kleinen, gewählten Konflikt zu kommen mit seinem Hund, um sich da so zu präsentieren, wie er gerne sein würde im Konflikt, nämlich gelassen, souverän, ruhig und konsequent. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Übung ist nicht nur, dass der Hund jetzt lernt, in dieser Situation mal die Erfahrung zu machen, ruhig zu sein und dabei zu bleiben, sondern dass man auch als Mensch ganz viel über seinen Hund lernt und dass man ihn kennenlernt. Und manchmal wird man überrascht über die Reaktion, die der Hund dann zeigt. Also man kriegt so einen kleinen Einblick, was ist mein Hund für ein Konflikttyp? Ist er jemand, der sich entzieht, der einfach sich auf den Boden plattlegt und gar nicht mehr mitmachen möchte? Ist es jemand, der sich schnell ablenken lässt und dann sein Glück darin sucht, einfach rumzuschnuppern oder sich mit irgendwas anderem wegzustarren? Oder ist es jemand, der gerne in eine direkte Auseinandersetzung geht, der vielleicht sogar wütend wird, versucht, nach der Hand zu schnappen? Das sind ja alles Dinge, die ganze Zeit schon im Hund drin sind und die über diese Übung so ein bisschen rausgekitzelt werden, um auch mal zu sehen, was steckt dann alles in meinem Hund? Wie ist der eigentlich? Und so, wie er sich da zeigt, wird er sich auch im normalen Leben zeigen. Und wir können darüber wieder einen Rückschluss auf unser vielleicht andere Probleme oder unser allgemeines Zusammenleben machen. Da es in dieser Übung ja darum geht, wirklich auch Konflikte zu erschaffen, also wir spielen quasi Mensch, ärgere dich nicht mit dem Hund, wir spielen etwas, bei dem wir wissen, er wird sich ärgern. Und es ist auch das Ziel, dass er sich ärgern wird und die Chance bekommt, mal zu zeigen, wie er sich verhält, wenn er sich ärgert oder wenn er etwas nicht möchte. Wir gehen also davon aus, dass er irgendeine Form von Gegenwehr zeigen wird. Vielleicht hüpft er wild herum. Vielleicht muss man ihn mal sehr doll festhalten, ein bisschen aufpassen, dass man keine Kralle irgendwo abbekommt. Das kann also auch mal wild werden. Und das sind alles Dinge, die er hier machen darf, die nicht unterbunden werden, sondern einfach gehalten werden. Und dabei wird er vielleicht mal festgehalten oder auch mit der Hand sanft ins Sitz gedrückt. Dabei wird mal eine unangenehme oder unbequeme Position für ihn gehalten, bis er selbstständig aus dieser Position in eine bequemere Position wechselt. Das ist alles so gut machbar. Ihr könnt dafür eure flache Hand benutzen, wenn ihr nicht ganz sicher seid. Es geht darum, wenn ihr den Hund möglichst nah an euch lasst, dann tut ihr ihm nicht weh. Dann habt ihr ihn schön nah, dann kann er nicht so ins Halsband reinknallen. Und je achtsamer und fester ihr da greift, je mehr ihr ihn bei euch behaltet, so größer ist eben die Chance, dass ihr da, ohne ihn irgendwie zu kneifen oder ihm irgendwie weh zu tun, ihn wirklich an eure Seite bekommt und da mit euren Händen einfach kontrolliert, reagiert, und dann passt das für beide Seiten.
Manche Hunde können bei dieser Übung tatsächlich nicht nur wütend werden, sondern so richtig kleine Anfälle von Verzweiflung zeigen, weil ihr Konzept vielleicht nicht funktioniert, was sie sich ausgedacht haben oder was normalerweise funktioniert. Und für uns Menschen ist das die große Aufgabe, auch mal diesen Konflikt selber zu ertragen, vielleicht auch zu ertragen, dass der Hund in dem Moment unglücklich ist, dass er Gegenwehr zeigt, dass er verzweifelt ist, dass er jault, bellt, nach der Hand beißt, solche Sachen. Und das können wir hier in dieser Übung lernen, das mal abperlen zu lassen. Wirklich zu akzeptieren, unser Hund hat auch Gefühle, hat auch verschiedene Gefühle, die sind alle okay, die dürfen sein. Und es ist vollkommen in Ordnung, auch mal Gefühle zu haben, die nicht nur fröhlich sind und nicht nur Glück und Freude bedeuten, weil das zum Leben dazugehört. Und weil jeder lernen muss, auch mit solchen Gefühlen klarzukommen. Und wir müssen manchmal lernen, auch mit den Gefühlen unserer Hunde klarzukommen. Also mach dir keine Sorgen, wenn er mal irgendwie schräg guckt und ein Ohr anlegt. Es wird passieren bei dieser Übung, dass das mal so ist. Es ist in Ordnung, ihr bleibt Freunde. Und es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten im Leben und in einer Freundschaft. Und hier kannst du beweisen, dass aus einer schlechten Zeit auch eine gute Zeit wieder erwachsen kann. Jetzt seht ihr hier die Ava, die kennt ihr ja schon. Und mit Ava werde ich jetzt diese kleine Konzentrationsübung einmal machen. Wir haben das heute an dem Tag und ich habe das auch mit mehreren Hunden gemacht. Und wenn ihr die auch sehen wollt und die verschiedenen Reaktionsmuster sehen wollt, dann kommt unbedingt in den Dog University Club. Und jetzt mache ich genau diese Übung mal mit der Ava. Ava ist eine Schäferhündin und wie man hier ja schon ganz gut sehen kann, erstens hat sie richtig Lust, was zu machen. Und zweitens ist sie eher ruhig und mit einem niedrigen Energielevel hier am Start. Loslegen. Gut. Ja, aber ist hier so ein bisschen Typ vorauseilender Gehorsam. Das heißt, ich habe so ganz leicht angezeigt, was ich möchte. Und sie hat sofort geantwortet mit, ja, ich weiß schon, was du willst, ich weiß schon, was du willst. Und das wusste sie auch, aber sie hat dadurch ein bisschen ungenauer zugehört, was ich wirklich möchte, weil sie davon ausgegangen ist, dass sie das eh schon weiß. Und das ist auch typisch, es gibt viele Hunde, die das machen. Und da ist es besonders wichtig, ganz, ganz pingelig zu bleiben, damit die nicht weiter das Gefühl bekommen, sie müssen nicht richtig zuhören, weil sie eh schon alles vorher wissen, sondern da wirklich auch auf die Kleinigkeiten zu achten, damit sie dann wirklich auch geistig dabei bleiben. Jetzt warte ich mal ein bisschen ab. Mach die Leine so empfunden lang, dass ich sie kurz habe. Also wenn sie jetzt aufstehen würde, dass die Leine kurz genug ist. Aber dass es sich am Hals schön locker anfühlt. Und Ava hat einen super Trick. Sie lehnt sich an mein Bein an und schnuppert nach da hinten und schaut nach da hinten. Das heißt, sie macht hier so ein bisschen Multitasking und hat sich dadurch dann aber ablenken lassen. Immer wenn sie glaubt, ich mache ja jetzt alles richtig, dann kommt sie so ein bisschen aus ihrer Konzentration raus, hat sich da auf was eingeschossen und ich kann sehr schön, selbst wenn ich nur von oben, ich sehe nur ihren Kopf und ihre Ohren, ich fühle an meinem Bein, ob sie da ist. Ich fühle ihre Muskulatur, also ist sie angespannt oder entspannt und ich fühle natürlich sowas, ist sie noch da oder ist sie weg? Thank you.
Und ich sehe jetzt schon da hinten, da sitzt sie jetzt wie so ein Plumpsack. Wenn ich sie da jetzt loslasse, lässt sie sich gleich wieder fallen. Dass meine Hände also hier gleich direkt in der Nähe, dass falls sie sich jetzt wieder hinlegt, dass ich gleich da bin und dass ich mich nicht so ruckartig runterbeugen muss, sondern dass ich auch, wenn sie sich hinlegt, mich langsam mitbewegen kann. Hier lasse ich sie nochmal komplett aufstehen. Und sie hat ja jetzt als Strategie gefunden, sie nutzt das. Sobald ich sie ein bisschen nach hinten schiebe, verlagert sie das Gewicht auf ihren Hintern und lässt sich da so plumpsen. Und aus der Position kann man sich natürlich sehr gut ins Hinlegen fallen lassen. Das ist ja ihr langfristiger Plan. Und deswegen kann ich sie natürlich so ein bisschen ertappen, wenn ich hier runterschaue und ihren aufgeklappten ihr Hinterbein hinten sehe, wie sie da sitzt. Sehe ich jetzt schon, das Ganze geht von der Energie her nach unten. Das heißt, wahrscheinlich wird sie sich eher nach unten plumpsen lassen, als aufstehen aus dieser Position. Kann also jetzt schon sehen, was ihr langfristiger Plan ist. Und wenn ich die Übung beende und von hier aus losgehe, werde ich sie auf jeden Fall einmal ansprechen, einmal vielleicht sogar anfassen und dann erst den Weg mit ihr machen. Sie ist jetzt der Typ, ich langweile mich. Kannst du alleine machen, ich schlafe eine Runde. Das ist eine klassische Reaktion. Und für sie ist jetzt sozusagen das Anstrengendste bei der Sache, wirklich fokussiert dabei zu bleiben, obwohl sie das Gefühl hat, dass sie hier nicht gefordert ist. Also sie muss jetzt nicht groß nachdenken, sie muss jetzt nicht irgendeine tolle Aufgabe bewältigen. Und das ist anscheinend für sie der Moment, wo sie sagt, ja, dann bin ich raus. Und die Schwierigkeit für sie ist trotzdem, dabei zu bleiben, obwohl es die ganze Zeit das Gleiche ist. Und nicht noch irgendwas Tolles Neues kommt. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz viele Aufgaben für sie hätte, wo sie nachdenken müsste, dann wäre sie mit Feuer dabei. Aber konstant eine Sache machen, die auch ein bisschen langweilig ist und an der sich nichts ändert, das ist für sie die spezielle Aufgabe. Und hier kann sie sich üben in Verbindlichkeit, in Geduld, im Dranbleiben und in eben auch mal was machen, was nicht so ihre Paradedisziplin ist. Bisschen sehr eingesessen und ein bisschen langweilig das Ganze. Die Ava zeigt hier ein ganz klassisches Reaktionsmuster bei dieser Übung. Und zwar ist sie ein typischer Hund, der gerne etwas tut, der gerne Aufgaben bekommt, der sich gerne konzentriert und mitarbeitet. Und wenn es ein bisschen zu langweilig wird, dann steigt die Ava aus. Und das ist jetzt keinesfalls leichter oder irgendwie für sie nicht passend, die Übung, sondern im Gegenteil. Sie entzieht sich auf eine ganz spezielle Art. Sie findet, es gibt nur an oder aus. Entweder arbeite ich voll mit und kann denken oder ich schlafe eine Runde. Und diese Zwischenstation von ich bin konzentriert dabei, bin sozusagen im Standby, obwohl nichts passiert, das ist für sie die große Herausforderung. Und das ist das, was sie hier lernen kann. Jeder Hund lernt in der Übung ein bisschen etwas anderes. Und sie lernt, bleib dabei, obwohl es langweilig ist. Und obwohl du jetzt nicht zeigen kannst, wie schlau du bist und was du alles für tolle Sachen machen könntest und schaffst, mit deiner Langeweile umzugehen und trotzdem konzentriert dabei zu bleiben. Diese Übung ist ja ein kleiner Stellvertreterkonflikt, das heißt eine Vorübung für eventuelles Problemverhalten. Und dadurch, dass es so schön kompakt und statisch ist, kannst du es eben üben. Und wenn das noch nicht klappt, ist klar, dass vielleicht schwierigere Situationen, also ohne Leine laufen zum Beispiel, natürlich nicht klappen können. Das heißt, hast du irgendwelche Probleme, fang immer schön klein und einfach an. Dafür lohnt sich diese Übung, um vorzubereiten für schwierigere Themen oder welche mit größerer Ablenkung. Wenn du das machst, achte immer drauf, dass du schön sicher und fest stehst, dass du deine Bewegungen langsam und flüssig machst, ganz viel Zeit lässt. Der Weg ist das Ziel. Es geht nicht darum, dass der Hund hier schnell und fein Sitz macht, sondern wirklich, dass du
achtsam mit deinen Händen umgehst, dass du still bist, dass du nicht ständig den Sitzbefehl wiederholst, sondern wirklich über deine Hände und deine Stimmung versuchst rüberzubringen, was du rüberbringen möchtest. Ich hoffe, dass dir das gefallen hat, dass dir das weiterhilft. Wenn das so ist, dann mach hier einmal den Daumen hoch und klick, dass dir das gefällt. Und wenn du Lust hast, dann komm auf jeden Fall in den Dog University Club.